da war schon lange keiner mehr dran, nicht wahr? So. Good morning und ihr Achselhaar. Ich hab mich mal kundig gemacht in diesem Internet. Die Beerdigungskosten sind in den letzten 20 Jahren um rund 45% gestiegen. Eine durchschnittliche Beerdigung in Dortmund, also ein Grab mit paar Blömkes drauf, einem Stein, wo drauf steht, Oma Koschepzig, geboren 1453, gestorben, wir haben ja selbst noch nicht dran geglaubt, kostet umgerechnet 4.500 €. Dieses kapitalistische System rund um unsere flügelbrüstige Angela. Pfui Deivel, bah! Früher war alles viel anders, als wir damals gestorben sind. Und mein Gott, was sind wir damals nicht gestorben? Das war ja beinahe in Mode. Da haben wir unser Grab ja selbst geschaufelt. Bei der Beerdigung. Und Prunkgräber und großschwänzige Männerei, die gehörten bei uns im Dorf zu handelsüblichen Statussymbolen. Was guckst denn so schockiert? Das ist ein altostpreußischer Brauch. Und wenn ich mal so unter uns, was meine Statussymbole anging, also zumindest die Vielmännerei, da war ich dick im Business. Da haben Martha und Trude eindeutig den Kürzeren gezogen. Ach, was sag ich? Die Kürzeren! Ach, du Lieber. Nur dachte ich damals, durch den ganzen Koks, den ich mir durch die Nase gezogen habe, ach, was haben wir uns damals nicht durch die Nase gezogen, dass ich eine unsterbliche Göttin sei, geschickt durch Raum und Zeit, um Kunst zu vermitteln. Jetzt, wo ich ein wenig älter bin, aber immer noch nicht so alt, dass irgendwo ein Fältchen zu sehen ist, nicht wahr? Wird es langsam Zeit, sich um das andere Statussymbol zu kümmern. Ein Prunkgrab, wie hier auf dem Ostfriedhof. Jetzt hab ich hin und her gerechnet. Jeden Zloty, türkischen Lira und Euro dreifach umgedreht. Und wenn ich mir eins solcher Prunkgräber leisten möchte, dann müssen der Zivi und ich die nächsten 75 Jahre unsere Körper freischaffen. Soweit kein Problem. Soweit kein Problem? Die haben mir den Zivi doch gesetzlich weggestrichen! Und ich mit meinem Goldbuddy kann das nicht alleine wettmachen. Also, Plan B.